werden wir sehen. Man hat gehört 2013, dass da Strömung sein sollte und dass die Amerikaner jetzt sogar erfolgreich interveniert hätten. Weiß ich nicht, werden wir sehen, werden wir dann spüren und wir werden es euch dann natürlich direkt, nachdem wir im Wasser sind, zubrüllen. Keine Strömung, alles super. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Vorteile durch Strömung oder Nachteile entstehen. Christian. Wie gesagt, wir schauen, wie viel im Tank drin ist. Oder wenn, als Sportler kennen wir deinen Körper genau, oder ziemlich gut, wie ist jetzt wieder die Nachteile? Sagen, voll, voll. Also immer für mich schwer, sowas genau zu definieren, aber ich fühle mich jetzt gut, ich konnte gut trainieren, ich kriege ja auch jetzt eine gute Erholung. Von daher bin ich wie immer selber gespannt, ich bin die Wundertüte, wurde ich schon genannt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch einfach drauf und werde das dann sehen. Ich denke, am ehesten kann ich das dann nach den Wettkämpfen oder nach den geschwommenen Strecken einschätzen und werde dann auch ehrlich genug zu mir selber sein und sagen, okay, die Strecken sind noch möglich oder eventuell müsste ich einen absagen, aber wie gesagt, das kann ich erst alles wissen, nachdem ich überhaupt mal erstmal eine Leistung verbracht habe. Christian nochmal. Frau Steffen, Paul war ja 4 Jahre der Vorschwimmer, jetzt sagt er, nee, also Vorschwimmer bin ich nicht mehr, die Marco Koch und Steffen Leiber. Fühlt man sich so, freut man sich darüber, wie geht man mit so einem doch hoch um? Ja, ich glaube, auch wenn Paul jetzt krank war, wird Paul schon gut schwimmen und also hoffe ich zumindest. Und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da irgendwelche Vorschwimmer zu benennen oder so. Also wir haben halt ein paar, die in irgendwelchen Ranglisten weiter vorne sind als andere, aber ich denke, wir haben einige Chancen auf gute Finalplatzierungen jetzt in unserem Team. Und das kommt wie jedes Jahr einfach darauf an, dass wir nächste Woche unsere Leistung bringen, die wir auch drauf haben. Und ich glaube, dann haben wir hoffentlich nicht irgendwie einen Vorschwimmer, sondern ein paar, die alle zusammen irgendwie ganz schnell geschwommen sind. Und also ich persönlich fühle mich jetzt nicht als Vorschwimmer von unserer Mannschaft, sondern also 0,0. Also wenn das irgendjemand sagt, dann kann er das sagen, aber das macht mir jetzt irgendwie nicht so viel aus. Das ist ja nicht gerade, wir stehen, das heißt immer so, die Freiwasserschwimmer irgendwie schwimmen, die Becken schon mitnehmen. Geht das überhaupt? Wie fühlt man das? Oder wie funktioniert so ein Schwimmen? Weil es ja noch eine andere Sparte ist. Das ist eine total andere Sparte und trotzdem hat ja Easy auch zum Beispiel und Rob, die haben ja auf Sardinien mit uns trainiert und haben jetzt da sehr, sehr gut abgeschnitten, was mich persönlich jetzt freut. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, egal wie sonst irgendwie was läuft, irgendwo was passiert, dass ich für mich selber halt die Leistung bringe, die ich drauf habe und die ich auch zeigen will. Also, ich freue mich über die Ergebnisse im Open Water und alles, aber letztendlich will ich in der Lage sein, wenn ich dann am Start bin, dass es mir egal ist, was vorher oder hinterher passiert ist, ob irgendjemand gut oder schlecht geschwommen ist, ich will dann halt gut schwimmen, so für mich selber. Und ich hoffe natürlich, was Henning meint, dass die Stimmung gut ist, das finde ich auch so und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir nächste Woche, oder ich freue mich drauf, dass wir nächste Woche dann einen guten Wettkampf hinlegen und alle gut schwimmen und dann eine tolle Heim-WM irgendwie hinbringen. Ich weiß nicht, 2002, die Erfolge, die da passiert sind, das ist schon sehr, sehr gut gewesen, aber wir können uns überraschen lassen, glaube ich, und also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Sabrina? Du hast 2002 gerade angesprochen. Es war eine glänzende EM von den Erfolgen her, von der Stimmung her, hört man zumindest so von denen, die mal dabei gewesen sind. Wir sind ja da nicht so viel. Ist das mehr Fluch oder mehr Segen, dass das jetzt andauernd aufkommt, wie toll das war? Also ich selber habe die EM 2002 auch nicht miterlebt, kann mich da auch an fast nichts erinnern. Und da halte ich das genauso wie mit dem Vorschwimmer. Also Fluch oder Segen, wir sind jetzt 2014 und nächste Woche ist die Heim-WM in Berlin und das ist toll, dass 2002 so gut lief. Und vielleicht erinnern sich ja da viele Berliner dran und kommen dann zum Schwimmen und haben Lust drauf und machen auch eine gute Stimmung. Aber den positiven Einfluss, den nehme ich gerne mit, aber ansonsten ist das jetzt, das ist schon eine andere EM. Also es sind andere Leute am Start, andere Gegner. Also, ja, ich erinnere mich sehr gut, auch mit viel Freude, weil es wirklich ein tolles Event war.
Ich war damals als Vereinstrainer mit dem Thomas Ruppert da, der selber zweimal gewinnen konnte, die 100 Delfine, 50 Rücken. Aber wir hatten unheimlich viele andere tolle Events. Natürlich war ein bisschen die Krönung von Franzi in Berlin, der Weltrekord über 200 Meter Kraul, wo wir alle die Bilder kennen, die heute noch auf vielen Postern sind, wo sie sich so vor dem Publikum verneigt. War halt eine unheimlich tolle Atmosphäre, aber ich schließe mich da Steffen komplett an. Wir sind 12 Jahre später, wir haben komplett neue Leute am Start. Die alten Trainer sind teilweise noch die gleichen, aber die frischen, jungen, aktiven sind andere. Und dementsprechend glaube ich, dass wir das auch nicht immer vergleichen können und sollen, sondern dass wir sagen, wir freuen uns jetzt auf das, was wir drauf haben. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Dass wir jetzt nicht auf 10 Goldmedaillen wie 2002 schielen, das ist, glaube ich, auch klar. Aber dass wir das bestmögliche Resultat für uns erzielen wollen, das denke ich mal, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das gut hinkriegen in diesem Jahr. Daran anschließend würde ich das gerne auf den anderen Schwimmer fragen, wo Steffen kann sich nicht mehr daran erinnern, 2002, aber wie habt ihr die EM 2002 erlebt? Am Fernseher, gar nicht mehr auf dem Spielplatz oder im Training? Oder was habt ihr da mitbekommen oder was nicht? Wo wart ihr bei dem? Wo wart ihr? Als, fangen wir bei Henrik ruhig an hier. Alter, ich habe so gar nicht viel zu sagen. Aber ich glaub, das lohnt sich nicht. Wir bauen trotzdem auf. Ja, also ich habe auch wirklich kaum Erinnerungen an die EM. Ich habe das so am Rande mitgekriegt, das Bild von Franzi, was Henning, glaube ich, gerade angesprochen hatte, das kenne ich natürlich auch. Aber ich muss sagen, viel mehr Bilder habe ich auch dann wirklich nicht vor Augen, was die EM 2002 angeht. Ich mache nochmal weiter. Gleiches Alter. Aber schon deutlich schneller. ich meine, dass ich damals dort gewesen bin, aber dass für mich der Fokus darauf lag, da aktiv vom SV Halle gekommen sind, damals der Stefan Pohl und Robert Kroll, glaube ich, und dass ich mich speziell dann nur auf ihre Rennen fokussiert habe und auch die nur gesehen habe. Und was ich noch weiß, das ist einfach, das sind einfach die Bilder voll und tolle Stimmung. Und das ist das, was ich mitnehme und das versuche ich auch jetzt irgendwie als Vorfreude dann mit reinzubringen. Ich habe doch schon. Ja, also ich war damals 13 Jahre und habe mir das Rennen von Franzi live angeschaut. Und es war halt für mich damals so ein Ziel, auch mal in der deutschen Mannschaft zu starten. Und jetzt habe ich mir damit quasi den Traum erfüllt und kann auch eine Heim-EM schwimmen. Fast im gleichen Becken, halt nebenan. Aber ich freue mich auch wahnsinnig auf die Wettkämpfe, da es ja eben sehr gut lief. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich war damals 13, war, wie alt war ich? Ich glaube, 18 war ich da. Und bin damals in einer Trainingsgruppe geschwommen, in der sich auch sehr viele oder ein großer Teil für diese EM qualifiziert hat. Und habe zusätzlich oder neben dem Training jeden Tag vorm Fernsehen gesessen und habe mir das natürlich angeschaut und kann mich noch an vieles sehr, sehr gut erinnern. Also nicht nur an die Rennen von Franziska, sondern auch an die Staffeln am ersten Tag. An die 4x200 Freistehstaffel der Frauen oder auch an den Ruppi mit seinen zwei Siegen, der nach den 100 Delfinen kaum noch gehen konnte, weil er sich so verausgabt hat. Und das ist eine Meisterschaft gewesen, obwohl ich nicht da war, die mich schon sehr geprägt hat, weil es natürlich mit diesen Erfolgen immer einfacher ist, sich dann mit so einer Mannschaft zu identifizieren und dann als Nachwuchssportlerin dem nachzueifern. Und ich hätte damals noch nicht gedacht, dass ich 12 Jahre später die Möglichkeit bekomme, das selbst nochmal zu erleben. Und wie Svea Buschke vorhin auch schon gesagt hat, natürlich auch für mich gerade jetzt in den letzten Jahren sehr schön, dass ich meiner Familie und meinen Freunden da nochmal so ein bisschen intensiver zeigen kann, was ich da mache und was ich da überhaupt tue und dass die dabei sein können. Und deshalb schließt sich da auch so vielleicht so ein bisschen so ein Kreis quasi, weil das ja, Berlin, bis Berlin, 12 Jahre, ist schon eine echt lange Zeit und da kann ich dann auch so ein bisschen zurückkommen. Egal, einige euch. Als Mikro mal rein. Ja, auch an Udo und an. Ich würde die ganze Zeit für einen tollen Teamgeist gesprochen. Aus Sicht der Athletensprecherin, was macht denn diesen besonderen Teamgeist die mir aus? Was kann man da, was ist das Herz von dieser Teamgeist, dieses Teams? Das Herz der Mannschaft. Also,
grundsätzlich glaube ich, dass wir speziell in den letzten zwei Jahren durch nicht ganz einfache Meisterschaften natürlich zusammenwachsen mussten. Das heißt aber nicht, dass es dann auch möglich ist. Wir haben es aber sehr gut geschafft. Wir haben uns nicht nur außerhalb dieser Maßnahmen zusammengesetzt, jetzt natürlich auch sehr intensiv in diesen Maßnahmen, gerade auf Sardinien, weil die Zeit einfach da war. Das ist immer was anderes, wenn man im Trainingslager ist und der Fokus wirklich auf diesem Training liegt und nicht auf der Formzuspitzung, auf den Tapern, auf dieser Vorbereitung. Denn das gibt immer so ein bisschen mehr Zeit und Raum. Und das, da hat man, hat man einfach die Möglichkeit, die anderen auch von so einer anderen Seite kennenzulernen. Und wir haben dieses Jahr eine Gruppe, in der natürlich einerseits so eine kleine Gruppe hervorsticht von so ein paar, gute Laune-Typen, die dann halt, diese beiden Schwerpunkte zwar bilden und die entwickeln eine Suchwirkung. Und das macht es für die Mannschaft sehr angenehm, weil sie da einen Anlaufpunkt hat. Und das, glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig. Und da haben uns diese zwei Wochen speziell auf Sardinien sehr, sehr gut getan. Wer ist mit der größte gute Laune aufhört? Da sitzt zwei Wochen hinter mir. Der Drops natürlich, ne? Eine andere Frage noch, ob das was nicht gut bei dir ist. Als Athletensprecherin bist du ja auch ein paar Jahre dabei, hast einiges erlebt im DSV, einige kommen und gehen sehen. Was macht denn Henning Lamberts als Chefbundestrainer anders als sein Vorgänger? Und was kannst du darüber berichten, was er für besondere Akzente setzt? Henning hat natürlich eine sehr lockere Art im Vergleich zu denen, die wir davor hatten. Ja, aber das ist halt auch genau, das ist ja die Stärke, die vorher, bevor er dieses Amt angetreten hat, das war bekannt. Ja, und deshalb war es natürlich für uns Sportler auch so einfach, ihn dann in dieser Position zu akzeptieren. Und er hat eine spezielle Art, mit uns zu reden. Er hat eine spezielle Art, uns auch teilweise in gewisse Entscheidungen, er hört uns zu, beziehungsweise er lässt uns da zu Wort kommen. Und das ist mehr miteinander als gegeneinander. Das heißt nicht, dass das früher so war, aber bei ihm spürt man das noch mehr. Er nimmt uns da auch viel, viel mehr in die Verantwortung. Das heißt, diese Eigenverantwortung, die wächst. Und dadurch wird der individuelle Sportler natürlich auch gestärkt. Ja, denn jeder lernt dadurch, dass er, wenn er auf den Block steigt, dafür Sorge zu tragen hat oder davor dafür sorgen musste, dass er in diesem Top-Zustand auf den Block steigt. Das heißt, das ist auch so ein gewisser Schulungsprozess. Und das ist das, was Henning als Vereinstrainer bzw. als Heimtrainer ja auch schon gemacht hat. Und das setzt er jetzt so ein bisschen fort. Und das kommt dann natürlich auch sehr gut an. Außerdem kann er jetzt immer Fußball-Tennis spielen. Christian. Ich hätte anschließend zu den vorgenannten Todesfallfragen mit Henning Lamberts. Zum einen, wie geht es halt im Knie? Und zum anderen, Dora hat eben erzählt, dass es total wichtig auch war für den Nachwuchs damals. Wie wichtig ist diese Heim-EM auch für zukünftige Schwimmgenerationen im DSV? Also ich glaube, das war auch wieder, um die zweite Frage zuerst zu beantworten, ich glaube, dass wir auch mit der Heim-EM wieder dafür sorgen können, so ähnlich wie die fünf, die hier vorne sitzen, dass irgendwo alles mitbekommen haben 2002, mehr oder weniger, einige sogar richtig einen Schub daraus, Motivation für sich gezogen haben, nochmal Gas zu geben. So stelle ich mir das auch vor, es werden wahrscheinlich auch viele Kinder und Jugendliche da sein, die ihre Idole, das sind jetzt die unter anderem, die hier vorne sitzen, die denen nahe sein wollen, die denen zujubeln wollen, die ein paar Interviews oder mal ein Foto, Selfie heutzutage, wie das so schön heißt, mit denen machen wollen, da werden die sicherlich alle Zeit und Lust auch für haben, unsere Athleten, und dementsprechend trägt man auch so eine gewisse Motivationswelle nach Deutschland rein, und daraus hoffe ich auch, dass natürlich wir wieder so ein bisschen einen Schub mehr Motivation noch reinlegen, sich in dieser Sportart zu engagieren und richtig hart zu trainieren. Die Kleinigkeit vorweg, dem Knie geht sehr, sehr gut, da ist nichts Besonderes, auch dass ich an Krücken laufe, kann der Dr. Michael Ehnert, der links hinter dir sitzt, sicherlich besser beantworten, ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, hat nichts damit zu tun, ich muss weder operiert werden, noch ist irgendwas Wildes passiert, es ist eine Vorsichtsmaßnahme, eine leichte Trümmerfraktur mit verschiedenen, nein, also es ist eine Knorpelquetschung und sonst nichts, und der Knorpel muss sich erholen, sonst ist nichts passiert, ist alles gut. Sabrina. Wieder dasteht, dann bin ich dafür nicht verantwortlich. Marco ist jetzt leider nicht da, ich hoffe, ich mag es trotzdem kurz über ihn reden.
Also er ist ja so ein Paradebeispiel für diesen allzeitbereiten Schwimmer, der irgendwie offenbar immer seine Leistung abrufen kann, die er so drauf hat, zumindest in gewissen Chargen. Woher kommt das? Oder ist das einfach nur eine Typfrage? Ist das eine Streckenfrage? Ist das eine Trainerfrage? Also ich denke mal, dass wir, der Marco ist sicherlich einer von denen, die das sehr gut vormachen, aber wenn wir jetzt hier die Reihen durchgehen, dann sieht man auf einmal, dass das fast alle sind, die hier vorne sitzen. Dorothea Brandt ist jetzt in diesem Jahr schon mehrfach unter 25 Sekunden die 50 Grau geschwommen und mehrfach unter 31 Sekunden die 50 Brust. Eine Franziska Hentke ist, glaube ich, schon drei oder viermal in diesem Jahr 207 geschwommen. In Magdeburg, Franzi, du darfst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, sogar Bestzeit geschwommen, stimmt er? In Monaco, nicht in Magdeburg. Monaco war 600 genommen. 600 über der Bestzeit, also ganz nah an ihre Bestzeit dran. Und Steffen Deibler ist bis auf Vichy, glaube ich, nonstop. Er hat mir mal irgendwann gesagt, shit, ich wollte eigentlich die gesamte Saison unter 53 schwimmen. Bis dahin lief das also hervorragend. Der Paul war in Rom extrem schnell und hat aus dem Training raus eine 3,48 und 1,47 hingelegt. Gut, Hendrik. Hendrik gelingt das nicht ganz so locker wie den anderen vier. Hendrik ist so am Ende eher der, der es auf den Punkt bringt. Solche Schwimmer gibt es aber auch auf der Welt, also Spaß beiseite. Es ist jetzt nicht so, dass jedem Schwimmer das so ganz locker gelingt, aus jedem Training aus top zu sein. Es gibt auch international welche, die einmal auftauchen, dann fast ein ganzes Jahr abtauchen und dann doch wieder auftauchen. Und Hendrik ist eher der, der ein bisschen Anlaufzeit braucht und auf den Punkt hinweg ein-, zweimal im Jahr eine Superleistung abruft. Aber dem wird es nie gelingen, und das kann ich sagen, weil ich ihn auch 5 Jahre selber trainieren durfte, dem wird es nie gelingen, 8, 9, 10 Mal im Jahr unter der Minute zu schwimmen. Das ist aber nicht Hendrik.